Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der sich uns heute wieder in seiner schillernden Vielfalt offenbart. Michael Niavarani ist Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Gründer des Theaterhauses Globe Wien. Zwei Bestseller hat er auch schon verfasst und heute erfreut er uns mit seinem dritten Buch Ein Trottel kommt selten allein, das im Juni erscheint. Auch als ausgewiesener Nicht-Trottel kommt er naturgemäß nicht allein zu mir. Madeleine Alizadeh kennt man vorwiegend unter ihrem Blogger-Pseudonym Daria Daria, wo sie, anders als mancher, auch intelligente und verfolgenswerte Themen bearbeitet. Vera Russwurm ist die Doyenne öffentlich-rechtlicher Charmeaufbringung. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben. Der Ameisenhaufen handelt von der Showbranche und all ihren unerbittlichen Ausprägungen. Zuvor die Neuerscheinungen. Gotland. Michael Stavaric, erschienen bei Luchterhand, zu haben um 20,60 Euro. Der Ich-Erzähler, Sohn einer religiös wahnhaften und in erotisch umstrickenden Zahnärztin, schreibt wie besessen an einem Roman über Gotland. Nach 60.000 Seiten verbrennt er alles, lesbar bleiben nur die Worte Gott und Land. Gott muss getötet werden, aber Gott wohnt in der Mutter. Ein Sprachkunstwerk von finsterer Fabulierlust und ins Absurde gesteigerter Ironie. Ellbogen. Fatma Aydemir, erschienen bei Hansa, zu haben um 20,60 Euro. Kiffen ist die einzige Lebenserhellung, die der türkischen Ich-Erzählerin mit Wohnsitz Berlin vergönnt ist. Als Hasal und ihre Freundinnen in einer U-Bahn-Station von einem deutschen Studenten angepöbelt werden, stößt Hasal ihn auf die Gleise und taucht in Istanbul unter. In gut kontrollierter Jugendsprache wird das Migrantenmilieu glaubhaft und spannend geschildert. Evangelio. Feridun Saimoglu, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, zu haben um 22,70 Euro. Zwischen Mai 1521 und März 1522 übersetzte der für vogelfrei erklärte Martin Luther am Zufluchtsort auf der Wartburg das Neue Testament. Diesen wegweisenden Moment der Kulturgeschichte erzählt Saimoglu in historisierender Sprache. Hat man sich an die gewöhnt, erlebt man den tobenden Luther im Dauerzerwürfnis mit dem Leibhaftigen. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Monika Helfer, erschienen bei Jung und Jung, zu haben um 20 Euro. Die Ich-Erzählerin begegnet in der U-Bahn einer Frau mit Tochter. Sie erfindet den beiden Namen und Biografien und besetzt sie mit Schauspielern. In Monika Helfers dicht gewobenem Spiel mit den Identitäten fließen bald Realität und Fiktion ineinander. Das Resultat ist ein exzellentes Familienporträt. Seit du bei mir bist. Nicholas Sparks, erschienen bei Heine, zu haben um 20,60 Euro. Mit enervierender Insistenz gebiert der industrielle Großproduzent amerikanischen Gesellschaftskitschs eine literarische Dickleibigkeit nach der anderen. Jetzt geht es um einen erfolgreichen 34-Jährigen, dem die Familienidylle unter den Füßen wegbricht, woraufhin er unter literarisch unmaßgeblichen Ruderbewegungen zur nächsten Insel der Banalitäten aufbricht. So, und die Idylle hat sich gewaschen da unten. Meine Damen und Herren, Michael Niavarani wurde 2011 vom ORF zum lustigsten Österreicher erklärt und in solchen Fällen grüßt nicht selten die Tragödie in Rufweite. So auch in seinem bald erscheinenden Buch Ein Trottel kommt selten allein. Aus zahlreichen Perspektiven porträtiert er da den Homo Idioticus. Autobiografische Elemente sollen angeblich identifizierbar sein. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns da sehen. Ich freue mich auch sehr. Dürfte ich bitten, dort Platz zu nehmen? Wo muss ich hin? Da.
Und mir gleich zu sagen, ob ich mit Rotwein oder etwa gar Rivella erfreuen darf. Was ist Rivella? Rivella ist so ein Schweizer Kracherl. Also Schweizer Kracherl? Kein Schweizer Kracher. Kracher? Ja. Ja, bitte das Schweizer Kracherl. Ich finde es großartig, dass die Schweizer auch Kracherl haben. Das ist, ja, nicht ja. Nur Kracherl. Nicht? Und das Bild? Ja, das ist doch der Fernseharzt Merin, oder? Ja, aber ja. Andererseits, man braucht doch einen Internisten oft dringender als einen Kabarettisten. Ja, vor allem als Kabarettist braucht man oft einen Internisten. Ja, richtig. Aber auch als Publikum. Wie hat zum Beispiel Werner Schneider über Dagmar Koller gesagt? Die Frau, die im Schweiße unseres Angesichtes ihren Beruf ausübt, nicht? Ja. Er hat überhaupt sehr schöne Sachen gesagt. Ja, das ist auch komisch, die Sprachkunst, die kabarettistische, hat sich ja eine Spur, vor allem im Fernsehen, ein bisschen zu verflüchtigen begonnen, oder täusche ich mich da? Naja, die kabarettistische Sprachkunst, da kommt immer darauf an, was man genau damit meint. Der Wortwitz zum Beispiel, der in England, im elisabethanischen Theater zum Beispiel, weil wir gerade Shakespeare machen, weil Shakespeare sehr hoch geschätzt wurde. Und die Engländer sind der Meinung, dass jemand, der einen Wortwitz machen kann, ein intelligenter Mensch ist. Wohingegen bei uns im deutschsprachigen Raum der Wortwitz eher ein Karlauer und eher was Minderwertiges ist. Ja? Also es bleibt im Fernsehen schon der sprachliche Witz des Kabarets, aber verwandelt sich vielleicht mehr in Richtung Wortwitz als früher. Jetzt irgendwie, manchmal habe ich den Verdacht, dass Sie was mit dem König Midas zu tun haben. Es wird Ihnen alles zu Gold, was Sie angehen. Wenn das ein Kabarett ist, ein Theater, Shakespeare zu spielen, bitte, auch keine Kleinigkeit. Bücher zu schreiben, haben Sie nie Sorge, wenn Sie in einen Burenheidel beißen, dass Sie ein Nugget verschlucken irgendwann? Also, ich habe schon noch einen großen Flop produziert. Was war denn das? Hatte eine ORF-Fernsehserie, von der ich dachte, dass sie fantastisch wäre, hieß Ex, eine romantische Komödie. Und wir haben, glaube ich, bei einer Quotenzahl von 600.000 begonnen und sind bis, bin sehr stolz, 150.000 runtergegangen. Wunderbar, da muss man sich aber anstrengen. Es war wirklich ein Flop. Wie haben Sie denn das gemacht, dass das so, abgegangen ist? Ich glaube, das ist mir deshalb passiert, weil ich mich besonders bemüht habe. Ich habe versucht, ich wollte unbedingt beweisen, was ich alles kann. Ich wollte beweisen, ich kann ein Drehbuch schreiben, ich kann Regie führen, ich kann die Hauptrolle spielen, ich kann das. Ja, aber alles das haben Sie ja durchaus auch unter Beweis gestellt. Ja, aber es ist, glaube ich, so, dass einem Dinge nur dann gelingen, wenn es einem wurscht ist. Es muss einem bis zu einem gewissen Grad völlig wurscht sein, ob das ein Flop wird oder ob das gelingt. Aha. Dann kann es gelingen. Ist noch keine Garantie. Also nur, dass einem wurscht ist, hilft jetzt auch nichts, unbedingt, hundertprozentig. Ja, klar. Aber wenn man sich zu sehr verkrampft auf eine Sache, wenn man unbedingt jemandem etwas beweisen will, dann geht es meistens in die Hosen. Und das ist wirklich in die Hosen gegangen. Mit anderen Worten, der Shakespeare ist in der Wurscht. Ja. Ganz gut gelungen, nicht? Der Shakespeare war mir wurscht, irrsinnig lang, bis zu meinem 45. Ja, eben. Wie gibt es das? Ich habe gedacht, das war nur Zlatko von seiner Zeit von Big Brother, der gesagt hat, wie heißt der? Nein. Ich habe Shakespeare wirklich verweigert. Also ich habe Hamlet aufgeschlagen, habe 4 Seiten gelesen, habe es nicht verstanden. Ich dachte, das ist Hochkultur, das interessiert mich nicht. Aha. Da bin ich zu blöd dafür, das ist auch nicht lustig und nicht gut. Das interessiert mich nicht. Und dann, wie kann es anders sein, durch die Liebe, meine jetzige Lebensgefährtin, wir waren damals sehr kurz zusammen, ein paar Monate nur, waren in London und sie sagt zu mir, sie möchte sich gerne anschauen von Christopher Marlowe, Edward II. Ah, ja. Im National Theatre in London. Wüste Angelegenheit. Sehr wüste Angelegenheit, das wusste ich vorher natürlich nicht, weil ich auch Christopher Marlowe verweigert habe. Und dann sitze ich dort drin, ich wollte schon Nierenkolik vortäuschen vor der Vorstellung und damit mir das erspart, denken, um Gottes Willen, 3 Stunden elisabethanisches Englisch. Und dann sitze ich da drinnen und habe mich keine Sekunde gelangweilt. Und es war wirklich eine tolle Inszenierung, toll gespielt. Und ich habe mir dann gedacht, was bin ich für ein Idiot? Jetzt sitze ich beim Christopher Marlowe in einem Stück und alle sagen, der Marlowe ist nicht so gut wie der Shakespeare. Ich bin sofort in die Buchhandlung Foyles gelaufen, die 4-stöckige auf der Charing Cross, und habe mir dort eine Ausgabe gekauft von Shakespeares Werken, No Fear Shakespeare, also keine Angst vor Shakespeare. Da ist links der elisabethanische Text drauf und rechts das moderne, im modernen Englisch. Mhm. Ja. Und habe es dann verschlungen, Macbeth, Richard III., Othello, Hamlet, verschlungen in 3-4 Tagen. Ja. Und bin total reingekippt. Und ich finde, Shakespeare ist aus vielen, vielen Gründen ein Genie und ein großartiger Autor gewesen. Vor allem aber auch deshalb, weil er es nebenbei gemacht hat. Mhm. Dem war das auch wurscht. Der hat ein Theater besessen zu 10%, war Shareholder vom Globe in London und hat einfach Stücke gebraucht. Der musste 3000 Leute da reinkriegen. Und das war ihm das Wichtigste, dass wir müssen irgendwas spüren. Und da ist ihm nebenbei Weltliteratur passiert. Ja, na schau.
Wobei Romeo und Julia gut ausgeht? In meiner Version. Ja, wieso? Gut ausgeht, das ist natürlich unterschiedlich. Kann man das sehen? Man kann auch sagen, das Original geht gut aus, weil sie kennen sich 3 Tage, sind sehr glücklich miteinander 2,5. An halben Tag geht es ihnen schlecht, dann bringen sie um, die Beziehung ist erledigt. Was ist denn das Nächste? Ja, ich überlege gerade. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte alles lesen vom Shakespeare. Ich habe noch nicht alles durch, es fehlen mir, glaube ich, noch 10 oder 11 Stücke. Und ich notiere mir dann immer wieder Ideen, aber ich glaube, dass ich beim nächsten noch bei Shakespeare bleiben werde. Es gibt auch gute, großartige Zeitgenossen vom Shakespeare. Ich habe mich in meiner Jugend ja sehr viel mit Johann Nestroy beschäftigt. Also ich habe als Kind, eigentlich als Jugendlicher, alles vom Nestroy gelesen. Das würde mich auch reizen, einmal Nestroy zu machen. Aber nicht direkt ein Zeitgenosse von Shakespeare. Nicht direkt ein Zeitgenosse, nein, das war jetzt, es ist natürlich kein Zeitgenosse. Aber da habe ich, lustigerweise in England hat jemand mich, ich habe in England jemanden gefragt, sag ich mal, wieso ist denn bei euch noch nie jemand auf die Idee gekommen, dass Romeo und Julia überlebt haben und jetzt in einer Ehe leben, als Komödie. Bei uns in Europa sind schon 2 draufgekommen. Das eine war der Ephraim Kishon, war die Lerche. Und die Idee habe ich natürlich unter uns vom Kishon gestohlen. Habe den Kishon gelesen, verehre dieses Stück, finde es großartig, aber es ist ein Kammerspiel und aus den 60er Jahren. Da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere eine shakespearische Variante. Eine größere mit 12 Personen und so weiter. Ja. Und jetzt sind in Europa schon 2 draufgekommen, in England noch keiner. Und dann hat er mir gesagt, der Respekt vor Shakespeare ist für einen Engländer so hoch, das wird sich keiner trauen. Und so geht es mir in Wien mit dem Nestroy. Ich würde mich nie trauen, Höllenangst umzuschreiben oder umzuarbeiten. Da habe ich irgendwie Bammel davor. Ja? Aber Shakespeare, das macht mir gar nichts. Was heißt nun, ein Trottel kommt selten allein? Sind die ersten beiden Bücher gemeint? Ja, das ist eine sehr gute Interpretation. Ja? Das ist eine sehr gute Interpretation. Mir ist aufgefallen, dass das kommt dann auch im Buch vor, das Buch heißt, ein Trottel kommt selten allein, weil es gibt ein wunderbares englisches Sprichwort, das heißt, jeder Trottel findet einen noch größeren Trottel, der ihn bewundert. Und es scheint mir, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der sehr viele Trotteln noch größere Trotteln finden, die sie bewundern. Und das Buch beschäftigt sich mit unserem Geworfensein in diese Existenz. Warum sind wir Trotteln? Wir kennen oft auch nichts dafür. Weil wir die einzigen Tiere auf diesem Planeten sind, die wissen, dass sie sterben. Die einzigen Tiere sind, die sich fragen, warum gibt es das alles? Und da gehen wir oft Umwege, große Umwege. Und es geht irgendwie in den Kurzgeschichten, die ich da beschreibe, und auch in den Dialogen dazwischen, oft um diese Umwege, die der Mensch geht in seiner Trottelhaftigkeit, für die er meiner Meinung nach oft auch nichts dafür kann. Naja, das ist unleugbar, nicht? Ja. Wie sind Sie eigentlich zu Hause erzogen worden? Religiös, orthodox? Oder? Ich bin katholisch getauft worden. Ja. Mein Vater war Moslem. Und hat sich gedacht, wir leben hier in Europa, die Religion ist hier das Christentum, also taufen wir die Kinder. Also ich komme aus einer sehr liberalen, offenen Familie, denen war das egal, also auch der islamischen Großmutter war das völlig wurscht. Und bin katholisch getauft worden, habe in meiner Kindheit auch die Geschichte von Jesus Christus, also dem Erschaffer des Universums und der Menschheit und so weiter, der seinen Sohn auf die Erde schickt, um uns zu retten, sehr rührend gefunden. Und das hat mich eigentlich sehr bewegt und mir gedacht, wie nett eigentlich von dem, dass er das macht. Und habe mir dann aber gedacht, das große, wichtige Buch der katholischen Kirche ist ja nicht die Bibel, sondern der Katechismus. Und der ist weniger was für mich und deshalb bin ich mit 18 ausgetreten. Na und jetzt haben wir den Scherben auf sozusagen, jetzt krachen die Kulturen aufeinander, dass es aber wirklich nur so scheppert. Jetzt wissen wir wirklich nicht mehr, wer ist gut, wer ist böse. Es kommen Leute, die massive Vorbehalte gegen Juden haben. Es stimmt überhaupt nichts mehr. Und wie kommen wir da raus? Ich glaube, wie wir da rauskommen, wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier interviewt werden, sondern wahrscheinlich im Weltjournal. Nein, ich weiß es ja auch nicht. Ich glaube, es ändert sich gerade wahnsinnig viel. Es dreht sich gerade viel um. Es entwickelt sich vieles weiter. Und es stimmen die Kategorien, die wir von 45 nach dem Zweiten Weltkrieg bis vor 15 Jahren gehabt haben. Diese Kategorien stimmen nicht mehr. Links ist nicht mehr links, rechts ist nicht mehr rechts. Die Mitte ist auch nicht. Was ist die Mitte? Ich glaube, man muss auch aufhören, in diesen Kategorien zu denken, weil es eben wirklich nicht mehr stimmt. Sondern es gibt gewisse Probleme, die zu lösen sind. Und das ist wurscht, ob das jetzt
eine Rechte, eine Linke, eine Mittige, eine Konservative. Wenn es die richtige Lösung ist, ist es die richtige Lösung. Ja. Und es kommt im Buch auch vor, ein Satz, der mir als Pointe eingefallen ist, wenn man den Trump und den Papst Franziskus vergleicht. Ja. Mhm. Da ist mir folgender Satz eingefallen, den, glaube ich, im Buch, also es gibt dazwischen immer so einen Dialog, den ich mit meinem Nachbarn führe, und ich lasse das meinen Nachbarn zu mir sagen, der zu mir sagt, früher, vor 10 Jahren, wenn man ein weltoffener, liberaler Mensch war, musste man von Europa nach Amerika emigrieren. Heute muss man in die katholische Kirche eintreten. Gell, das hat man nie mehr geglaubt. Eben. Ist es nicht unglaublich, dass es im Laufe der Geschichte so weit gekommen ist, der Geschichte der katholischen Kirche, dass es jetzt einen Papst gibt, der liberaler und weltoffener ist als der amerikanische Präsident? Mhm. Also das meine ich ja, es dreht sich alles um. Na, Burka-Verbot, soll man das machen? Ich bin ja für die Burka, weil das ist das Einzige, was der Maskenbildner mir immer empfiehlt, wenn ich da draußen sitze. Ja. Nein, ich bin auch, also ich wäre froh, wenn ich nur, gell? Wir zwei würden gern, wir würden sie gerne tragen. Mhm, ja. Ich glaube, das Burka-Verbot ist jetzt einmal für den ersten Schritt in dieser Angelegenheit richtig. Mhm. Es ist sinnlos. Also, wenn man den Terrorismus bekämpfen möchte, ist das Burka-Verbot völlig sinnfrei. Das ist, wenn man Zahnschmerzen hat und man bleicht sich die Zähne, macht sich die Zähne weiß. So. Verstehe. Ja? Völlig sinnlos. Aber vielleicht ist es wichtig, dass Europa ein Zeichen setzt und sagt, wir wollen nicht, dass es in öffentlichen Plätzen Frauen sich so verhüllen, egal ob sie es freiwillig machen oder ob sie dazu gezwungen werden. Ich glaube, Europa darf das schon sagen. Ein großes Kreuz um den Hals auch lieber nicht? Ich glaube, der Unterschied zwischen dem großen Kreuz um den Hals und das Kreuz ist ein Schmuck und kein Kleidungsstück. Mhm. So eine Uniform ist auch kein Schmuck, sondern ein Kleidungsstück. Es ist natürlich sehr kontroversiell und es ist wahrscheinlich nicht notwendig, die Burka zu verbieten, weil also außer uns beiden finden wir vielleicht in Österreich noch zwei. Das heißt, wir sind insgesamt 4. Also es ist wirklich ein sinnloses Gesetz. Ja. Bitte bleiben Sie da, gerne. Sich auch weiter einzumengen, wenn ich höflich ersuche. Ja, wir holen doch den nächsten Gast. Ja, unbedingt, sehr gerne. Meine Damen und Herren, das Bloggen scheint zum Erstberuf jedes Teenagers mit Internetzugang geworden zu sein. Madeleine Alizadeh hat aber geschafft, wovon Teenager träumen. Was 2010 als Hobby begann, ist heute ein durchaus lukrativer Brotberuf. Sie selbst, ihr Hund Maler und der Großbereich der Nachhaltigkeit sind die Kernthemen. In einigen Beiträgen thematisierte sie aber auch schon die Schattenseiten der digitalen Welt. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Madeleine Alizadeh. Frau Alizadeh, kämpfen Sie für eine gerechtere Welt? Ich kämpfe für gar nichts, aber ich setze mich gern für eine gerechte Welt ein. Wären Sie eine gute Polizistin? Nein, ich wäre viel zu lieb und würde alle davon kommen lassen. Ist die Modewelt hohl? Nicht zwangsläufig, nein. Bei der Kinderquiz-Sendung 1, 2 oder 3 waren Sie mal dabei. Hat Ihr Team gewonnen? Sie haben gut recherchiert, ja. Wir haben gewonnen. Gratulation im Nachhinein. Vielen Dank. Was macht Ihnen Angst? Eigentlich nichts. Nein. Wofür würden Sie Werbung machen? Für tolle, nachhaltige Produkte und Dinge, die mit meinen moralischen Werten übereinstimmen. Schlucken Sie Negatives runter oder lassen Sie es raus? Ich lasse es sofort raus. Gesünder. Ja. Welcher Satz Ihrer Kindheit ging Ihnen auf die Nerven? Mein Geduldsfaden ist schon so gespannt. Sind Sie loyal? Ich würde mich jetzt als loyal bezeichnen. Ob das meine Freunde auch so sehen, lasse ich mal im Raum stehen. Lesen oder lieber fernschauen? Lesen. Wie soll Ihr Leben in 10 Jahren aussehen? Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil ich nicht mal weiß, ob ich in 10 Jahren überhaupt noch da bin. Wie Ihr Leben jetzt gleich ausschaut, wissen wir. Dann schicke ich Sie zu Heinz Sichrowski auf die Couch. Danke. Danke Ihnen. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Was darf denn zu trinken sein? Ein Rotwein, ein Rivella? Ich glaube, ich bleibe derweil beim Wasser. Also darf ich das hier gleich so lassen, wie es hier steht? Ja. Bitte schön, ist nicht meins. Ja. Sag,
Wie ist es mit dem Bloggen allgemein? Meine Tochter bloggt. Wenn man auf der Straße geht, der Dichter Gerhard Roth sagt immer, was früher die alten Damen mit dem Gebetbüchel waren, sieht er heute beim Wischen. Ist das noch gesund? Ich bezweifle, dass es gesund ist. Wir sind ja alles Mombis, Smartphone-Zombies. Mhm. Und das Wischen ist dann vielleicht aber eher das Tinder und nicht das Bloggen. Mhm. Gut, also jetzt sind wir schon mitten in der Fachterminologie. Ja. Erzählen Sie mir ein bisschen was. Sie haben einmal Markensneakers getragen, habe ich gehört, und daraufhin ist ein Shitstorm, ein sogenannter. Wir sehen, dass wir uns bereits in Metasprache befinden, gegen Sie losgebrochen. Wie gibt es denn das? Das ist ja, das sind ja irrationale Gefühlsausbrüche, die einen da ereilen. Ständig, also man ist als Bloggerin ständig mit den irrationalen Gefühlsausbrüchen der Leserschaft konfrontiert. Das liegt natürlich daran, dass da einfach sehr viel Projektion stattfindet. Also wenn man jetzt als Bloggerin wie ich sich öffentlich zu einem Thema äußert, zum Beispiel, dass man eben hauptsächlich nachhaltige Mode trägt und das dann einmal nicht tut, entsteht dann ganz, ganz viel Projektionsfläche. Ist das nicht durchaus nervenaufreibend? Kann es auch sein, ja, unter anderem. Aber es ist nicht der Großteil meines Arbeitsalltages, Gott sei Dank. Na, ist der Druck für ein junges Mädchen überhaupt nicht heute ziemlich groß geworden? Früher hat man noch in der Illustrierten geschaut, ein dünnes Model. Heute ist man ja schon dort, dass man praktisch das vermeintlich perfekte Mädchen von nebenan zu kopieren hat. Ich glaube nicht, dass die Probleme schwerwiegender geworden sind. Ich glaube einfach, dass sie anders geworden sind. Weil wenn meine Mutter jung war, hatte sie zum Beispiel Probleme, wie dass sie sich aus dem erzkatholischen Elternhaus irgendwo befreien hat müssen. Wenn man jetzt von Gleichberechtigung und Feminismus spricht, glaube ich nicht, dass es Frauen früher einfacher hatten. Die Probleme sind einfach andere geworden. Und das, was Sie ansprechen, ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, dass da eine Form von Schönheitswahn stattfindet. Würde ich jetzt auch nicht abstreiten. Na, jetzt bloggt ja so gut wie jeder. Wie haben Sie das aufgebaut, dass Sie zu einer solchen Persönlichkeit in dieser Szene geworden sind? Also ich glaube, ihr habt das vorher im Interview ganz gut besprochen, wenn man eine gewisse Wurstigkeit an den Tag legt, dann funktioniert es meistens. Ja. Und so war es bei mir eigentlich auch, weil ich habe das Bloggen einfach nur als Hobby begonnen und bin ohne Kalkül an diese Sache herangegangen. Und das hat sich dann wirklich von selber, ist es so gedeiht. Und insofern, glaube ich, hat die Wurstigkeit der Authentizität, die das Medium jetzt, glaube ich, ausstrahlt, sehr gut getan. Sind Sie auch ein Blogger? Nein, ich bin kein Blogger, ich bin ein Facebooker. Ich war, glaube ich, einer der ersten bekannten Menschen in Österreich, die auf Facebook waren, weil ich da wirklich reingekippt bin und zu Beginn von Facebook alle 3 Minuten wird es so fasziniert, dass man jetzt jemandem mitteilen kann, dass man im Wohnzimmer sitzt. Ich sitze jetzt gerade im Wohnzimmer, bin aufgeregt. 2 gefällt mir, Leute, ja, ich sitze im Wohnzimmer. Also 3-4 Monate gedauert und ist dann immer mehr geworden und dann konnte man Filmchen machen und so weiter. Auch im Wohnzimmer? Auch im Wohnzimmer. Ja, ja. Ich habe mich gefilmt, ich gehe jetzt gerade die Stiegen runter, fahre heute zur Vorstellung. Mit so einem Facebook-Beitrag kann man heute keinen Menschen mehr. Mache ich mein Geld. Ja, so, ja so. Ich Idiot, mache kein Geld damit. Also alles bei mir gratis auf Facebook. Und jetzt ist es, ich habe 290.000 Follower, also gefehlt. Und es ist unglaublich, weil sich da einfach wahnsinnig viel tut. Also man hat eine Öffentlichkeit. Es ist eine Öffentlichkeit. Ich glaube, das hat auch mit diesen Hasspostings und so zu tun. Und am Anfang war das ja überhaupt auch so, den Leuten ist gar nicht bewusst, dass wenn ich etwas auf Facebook schreibe, ist es mittlerweile so, als würde ich vor einer Kamera ein Interview geben. Mhm. Das geht in die Welt hinaus. Mhm. Die Leute haben teilweise immer noch das Gefühl, ach, das schreibe ich einfach bei mir zu Hause auf Facebook und ein paar Freunde sagen, gefällt mir. Das geht sofort an die Öffentlichkeit. Das ist eine große Wand, also eine große Reklamewand eigentlich, Facebook. Wie viele Leute erreichen Sie denn? Es kommt darauf an, welche Parameter man hernimmt und welchen Kanal. Also im Blog sind es ungefähr 380.000 Zugriffe im Monat. Da spricht man dann aber auch von Impressions, also wie oft das generell aufgerufen wurde, und von Unique Visits. Unique Visits sind so zwischen 100 und 150.000, also einzelne IP-Adressen, die zugreifen. Jetzt ist es natürlich durchaus eine Zeitbombe. Man kann ja Leute zerstören über das Internet. Nicht? Wirklich? Da sind schon Leute in den Selbstmord getrieben worden, buchstäblich. Ja, aber ich glaube, dass die Leute auch
in den Selbstmord getrieben worden wären, wenn sie das über sich in der Zeitung gelesen hätten. Ich glaube nicht, dass das Internet mehr oder Facebook und dieses Bloggen und so weiter mehr dazu beiträgt, dass die Leute sich blamieren oder dass sie runtergemacht werden. Es ist nur leichter, der Zugang ist leichter. Ja, eben. Wo könnte irgendein armes Schulmädchen in der Zeitung als Hure oder irgendetwas so lang vorgeführt werden, bis es sich entleibt? Das darf die Zeitung ja gar nicht nehmen. Das ist richtig. Das kommt drauf an, wer es ist. Ja. Aber ich glaube, dass diese... Also ich merke bei meiner Tochter, die ist 18 Jahre alt, die hat mit dem einen ganz anderen Umgang. Die ist damit aufgewachsen. Die kann sich also an eine Zeit, wo es diese Öffentlichkeit, ihre persönlich private Öffentlichkeit nicht gab, gar nicht erinnern. Mhm. Für uns, für mich ist es auch unverständlich teilweise. Oder für mich ist es auch seltsam. Und ich sehne mich danach, kein Handy mitzuhaben und keine Push-Up-Nachricht zu kriegen. Mhm. Und ich nehme mir vor, ich möchte 2 Monate lang nichts lesen, keine Zeitung lesen, gar nicht wissen, was auf der Welt passiert, weil ich es alle 10 Minuten kriege. Jetzt haben Sie das ja dann in der ganzen Flüchtlingsdebatte sehr positiv genutzt, haben versucht, das und erfolgreich das umzusetzen. Das ist ein Quantensprung. Jetzt haben Sie da nicht ziemliche Aversionen auch geerntet? Die Leute sind ja bekanntlich nicht alle, möchte ich sagen, Nobelpreiswürdig intellektuell gesehen. Ja, das war sehr interessant zu beobachten. Also ich glaube auch gerade, ich weiß nicht, wie das für dich war, aber gerade wenn man aus einem ganz anderen Bereich kommt, weil ich bin ja eigentlich eine Lifestyle-Bloggerin, also ich habe schon immer wieder soziale Themen auch immer wieder am Blog aufgefasst, aber nicht in der Form, dass ich gesagt habe, okay, ich widme meine ganze Online-Präsenz diesem Thema für ein paar Monate. Also da ging es von ganz normalen Hasspostings wegen der Thematik an sich bis hin zu, was will eigentlich dieses Modepüppchen und wieso engagiert sie sich jetzt? Und da war auch eine große Headline, ich glaube, es war in irgendeinem digital, ich glaube, irgendeine große deutsche Tageszeitung, die auch eben geschrieben haben, Mode-Girl oder so, setzt sich für Flüchtlinge ein. Also das war dann auch sehr interessant zu beobachten. Man darf sagen, Sie sind wohlhabend geworden durch das Bloggen? Ich fühle mich sehr reich, ja. Wie reich ungefähr? Ich verdiene, es ist schwer zu sagen, weil ich selbstständig bin und mein Einkommen sehr unregelmäßig ist, aber ich verdiene so zwischen 2.000 und 3.500 Euro im Monat mit dem Bloggen. Ja. Also ich fühle mich reich. Definition von reich muss jeder für sich selber festlegen. Für mich ist aber Reichtum auch nicht unbedingt Geld, insofern die Antwort auf die Frage betrifft auch mein Glücksleben und mein Seelenleben. Und Sie sind reich? Nein, weil Reichtum fängt bei mir, also alles unter 100 Millionen Euro, verstehe, brauche ich gar nicht. Und Sie sind knapp darunter? Ganz knapp. Ja, ja. Mit einem Minus davor. Ja. Also, ja. Reichtum, ist das eine sehr richtige Bemerkung, Reichtum hat nicht immer etwas mit dem Geld zu tun, sogar in den seltensten Fällen eigentlich. Wir haben jetzt ein Theater eröffnet, eben das Globe Wien, da arbeite ich jetzt seit 3 Jahren, das haben wir gebaut, der Georg Hornsl und ich, also nicht gebaut, sondern halt eröffnet, also aufgesperrt, bauen lassen, sagen wir so. Und viele Kollegen sagen zu mir, mein Gott, Nia, jetzt hast du 300 Mal oder 250 Mal dort gespielt. Wenn du solo allein spielen würdest, du würdest so viel Geld verdienen, viel mehr. Mhm. Klar, da sind 50 Angestellte, die bezahlt werden müssen, eine Bühne gebaut werden. Das macht viel mehr Spaß. Das macht viel mehr Sinn. Die Vermehrung des eigenen Geldes und des eigenen Ruhms ist gar keine so große Freude. Darum geht es eigentlich nicht. Es passiert nebenbei, dass ich habe ein ähnliches Glück. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich habe nicht einmal Matura, ich habe gar nichts studiert und kann mit dem Blödsinn, den ich mache, Geld verdienen und gut leben und ein Theater bauen, das ich liebe. Und das so gesehen fühle ich mich als Multimilliardär. Also zum Thema Vermehrung des Geldes und des Ruhms müsste man jetzt die Vera holen, nicht? Das ist eine gute Idee. Nicht nur das Internet legt an Grausamkeit zu, auch das Fernsehen. Und so entwirft Vera Russwurm in ihrem Romandebüt Der Ameisenhaufen ein Apokalyptikum mit beunruhigenderweise realistischen Zügen. Fernsehmacher wollen Freiwillige gegen Geld in einen sogenannten Ameisenhaufen sperren. 50 Fünfjährige dürfen ihnen dort angedeihen lassen, was immer Quote verspricht. Als ein Geldkoffer mit 1 Million Euro gestohlen wird, ist kein Geld mehr da, um die Kandidaten zu bezahlen. Jetzt müssen die Erfinder gerade stehen. Ein Porträt zu Beginn. Dass Vera Russwurm Meisterin des Sprechens ist, weiß man. Dass sie aber auch schreiben kann, beweist sie jetzt mit ihrem Debütroman Der Ameisenhaufen.
Darin verpackt sie Liebe, Intrige und vor allem viel Insiderwissen über das Showbusiness. Die fast 40 Jahre Fernseherfahrung können schließlich auch als Autorin nicht komplett außen vor gelassen werden. Auch wenn ihre Karrierelaufbahn weniger Krimi, dafür mehr Märchen war. Als Tritt-Stratsch-Girl im Alter von 20 Jahren hat alles begonnen. Ihr Moderationstalent blieb nicht lange verborgen. Und so übernahm sie kurz darauf die Jugendsendung Okay und wurde zur Traumfrau der Jugend. Seitdem moderierte sie ein Format nach dem anderen. Einer ihrer größten und langjährigsten Erfolge, die Talkshow Vera, die 10 Jahre im ORF zu sehen war. Ihr Name mutierte zum Erfolgsgarant. Und so heißen die Nachfolger Vera Exklusiv, Vera bei und jetzt ganz aktuell Vera, das kommt in den besten Familien vor. Was danach folgt, weiß man noch nicht, aber eines steht fest. Wo Vera drin ist, steht auch Vera drauf. Wie viel Vera aber in ihrem Ameisenhaufen steckt, das erzählt sie jetzt lieber selbst. Herzlich willkommen, Vera Roswurm. Hallo Vera, servus. Was trinkst du denn, einen Rotwein oder vielleicht ein Rivella oder ein Wasser? Am liebsten eigentlich ein kühles Wiener Leitungswasser, wenn du hast. Das ist noch so halbwegs kühl, es ist ein bisschen aufgeheizt bereits. Ja, das, ja. Danke. Ja, ja. Ja. Sag einmal, kennst du dieses hemmungslose Beflegeltwerden im Internet, weil wir gerade darüber geredet haben? Wenn man da im Zentrum steht, hat man es ja nicht leicht, was? Gott sei Dank noch nicht, aber ich meine, man muss gewappnet sein, dass das irgendwann mal passiert. Ich glaube schon, dass das Mobbing per Internet eine größere Kraft hat, als wenn das einmal irgendwo in einer Zeitung steht. Noch dazu kann das ja bei Leuten passieren, die möglicherweise dann nicht in der Zeitung stehen. Ja. Also ich glaube, dass man sich sehr dagegen verwehren sollte, wenn möglich. Aber natürlich, ja, das ist völlig richtig. Das heißt, ja, die Aufklärung gerade bei den Kindern ist extrem wichtig, weil sogar da kommt es schon zu Suizid bei 12-Jährigen. Und das ist wirklich die Aufklärung. Und das passiert sicher nicht durch irgendwelche Zeitungsmeldungen und so. Nein, es war durch, also, der Zeitungsmeldungsvergleich auch in dem Sinne ein Blödsinn. Der Vergleich müsste eher sein mit dem Mobbing oder sozusagen den Angriffen, die man so im realen Leben auch erlebt. Ja. Also ich glaube, dass sich das Internet nicht mehr angreift als im realen. Wenn mir im realen Leben einer gegenüber sitzt, so wie man mir im Internet geschrieben hat, dich werden wir auch noch an die Wand stellen. Das hat mir einer geschrieben. Okay, ja. Wenn mir der das direkt ins Gesicht sagt, greift mir das vielleicht sogar mehr an als im Internet. Weißt du, was ich meine? Glaube ich eigentlich nicht, weil du kannst dann direkt antworten, du kannst ihm in die Augen schauen. Diese ganzen Hassbotings sind ja vielfach, also natürlich anonymisiert, sehr oft anonymisiert. Und außerdem würden diese Menschen in der Realität, dir gegenüberstehen, fällt vieles davon weg an Schärfe. Weil Schreiben tut sich einmal leichter. Und dann die Masse macht es aus. Wenn du weißt, du hast so 200.000 Menschen gegen dich und fühlst dich dann nur noch wie ein kleines Würmchen. Also ich bin so dankbar und froh, dass mir das noch nicht passiert ist, so ein Shitstorm. Ich würde mir zu schaffen machen. Die schreibt dir mal einen. Wenn du mir schreibst, ist okay, schreib dir sofort zurück. Aber ich fechte die Dinge lieber wirklich so mit offenem Visier aus. Ja, ich fahre dann zu dir und wir machen uns das Ding. Na jetzt, kommen wir mal zu dem Buch, sag einmal. Ja, das ist eine gute Idee, weil dafür bin ich ja eigentlich Ein ungewöhnlich friedlicher Krimi eigentlich. Ja, ich bin friedlicher Mensch. Und daher zuerst wird gestohlen und dann weiß man, das wollen wir nicht verraten, dann weiß man nicht, ob der Tote auch wirklich tot ist. Das wissen wir, aber das weiß nicht der Zuschauer. Bist du so ein prinzipiell friedlicher Mensch? Ich bin erstens einmal ein friedlicher Mensch, ein friedliebender Mensch. Grundsätzlich, wenn es um körperliche Gewalt und Ähnliches geht, da bin ich überhaupt nicht dabei. Also jede Form von brutal mag ich nicht. Schau, würde auch so Brutalo-Videos, das mag ich alles überhaupt nicht. Nicht unbedingt verbal friedliebend. Also ich kann schon diskutieren, wenn es sein muss, das geht schon. Aber in diesem Fall ist der Krimi ja quasi der rote Faden, der sich durchzieht. Es geht vielmehr um ein Szenario in der Privatfernsehlandschaft. Wo ich selber persönlich beruflich nicht hingehöre. Ich bin eine öffentlich-rechtliche Person, so wie du, lieber Heinz. Ausschließlich Privatfernsehen? Bist du sicher, dass nicht so sanft, langsam die Tendenzen einzusickern beginnen? Naja, das Ganze spielt ja in einer großen privaten Produktionsfirma. Mhm. Und da geht es schon ein bisschen anders zu als in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Aber natürlich, es gibt Verzahnungen und Verquickungen und
Ja, ich habe einfach Dinge geschrieben, die mir zwar nicht passiert sind, es ist auch niemand, bitte, es ist niemand 1:1 gemeint, aber natürlich im Laufe von Jahrzehnten, die ich jetzt in diesem Medium arbeite, wird man konfrontiert mit Situationen und Personen und all diese Erfahrungen und Eindrücke sammeln sich irgendwo in einem drin und die kommen in diesem Buch eben heraus. Aber sag, das in aller Freundschaft beginnt, bleiben wir heute in Gottes Namen im Privatbereich, beginnt das Fernsehen nicht radikal zu vertrotteln? Jeder, ich glaube, die Trotteln, die kommen bei dir vor. Die kommen bei dir vor. Die Abteilung ist schon abgedeckt. Wirklich? Ich habe langsam manchmal wirklich den Eindruck, inzwischen, jeder Y-Promi, wenn er sich grausam bloßstellt bis zur Selbstbeschädigung, ist plötzlich ein bedeutender Mensch. Schau, Heinz, ich sage dir ein Geheimnis. No? Schau in ein Fernsehprogramm, entweder haptisch oder ins Internet. Hm? Und dann kannst du genau dir aussuchen, was du anschauen möchtest. Und dann gibt es Sendungen, hochkulturell und wertvoll wie Erlesen. Und du schaust ja andere, nicht. Na, du, das schaust du nicht, aber es wäre eine Variante für dich oder was anderes halt. Es gibt wunderbare Sender, wie ORF3 zum Beispiel eben, oder Arte oder was auch immer. Du kannst aber natürlich auch, wenn du unbedingt darauf stehst, Dschungelcamp schauen als Alternativprogramm. Oder Heidi Klum's Topmodels oder was auch immer. Also, man hat die Wahl und man muss ja nichts von all dem anschauen. Na, meine Tochter schaut Heidi Klum's Topmodel. Na, dann bitte zum Beispiel. Also hat ja jeder die Wahl zu schauen, was er eigentlich wirklich haben möchte. Ja. Ja. Also dadurch kann es ein bisschen eine Vertrottelung geben, weil du kannst ja was anderes wählen, was vielleicht ein bisschen weniger vertrottelt ist. Na klar, aber du, wenn man jetzt schaut, in den 70er Jahren, ich erinnere mich, da hast du ein besonders sittsames Jugendmagazin moderiert. Das ist nett, dass du die 70er Jahre erwähnst. Es war Ende, im November 1979 habe ich damit begonnen. Du hättest aber jetzt eigentlich auch sagen können, in den 80er, hätte ich sagen lief müssen. Das dann mehrere Jahre. Ich bin ein Grobian, prinzipiell. Also in den 70ern ist schon einmal falsch. Gell? Na, so. Ja, 79 ja, ist noch mehr in das, den 70ern. Ist das jetzt zwei Monate? Ja, trotzdem. Na, in einem 70er Jahr, oder? In einem 70er, genau. Ja, okay. Gibt es irgendwas, was seither besser worden ist? Im Fernsehen? Ja, es ist schwer zu vergleichen, weil ich muss sagen, ich habe viele Jahre später, ich habe in den 90ern erstmals diese legendäre Sendung Trittstratsch, das wissen auch sehr, sehr viele, die einen anderen Jahrgang haben als du beispielsweise, und habe zum ersten Mal diese Sendung gesehen, wo ich damals aufgetreten bin und aufgefallen bin. Diese Sendung hat vor schwarzem Hintergrund gespielt, effektiv. Und in dieser ersten Sendung, in der ich eben auch drinnen, ja, da war der Hintergrund nur schwarz, war nichts ausgeleuchtet, ist eine Rock'n'Roll-Gruppe als Show-Einlage aufgetreten, wo er einen riesen, wie nennt sich das, so einen Knieverband hatte, also so ein Stück. Oh, so ist er aufgetreten. Ja. Also es war einfach wirklich eine andere Fernsehzeit. Das lässt sich nicht nach gut oder schlecht bewerten. Es war einfach anders. Und es war ein großes, großes Faszinosum. Also wenn du im Fernsehen warst, dann war allein, dass du drin warst, war schon ein Wahnsinn. Ja. Erstens mal, es gab ja nur diese beiden Sendungen. Terrestrisch hast du halt in anderen Ländern sehen können, wenn du irgendwo am Rand mehr oder weniger gelebt hast. Aber in Wien schon mal nicht mehr. Ja. Es gab kein 24-Stunden-Fernsehen, das war aus um 23 Uhr. Die Bundeshymne. Es war, Bundeshymne war unvergesslich. Genau. Und diese Quoten dieser Sendungen damals hatten ja zwischen 2 und 3 Millionen einmal als Selbstverständlichkeit. Da hat kein Mensch gesprochen. Sie wurden auch gar nicht gemessen, sondern nach 6 Wochen ist das dann mühsam gekommen. Weil es war der Hype. Also das war ganz, ganz toll. Heute ist das so eigentlich ein Begleitmedium geworden. Ja, und es verändert sich noch viel extremer. Weil natürlich, durch das Internet. Die jungen Menschen streamen auf Netflix. Es wird ausschließlich gestreamt. Also das Fernsehen wird sich sehr verändern, weil man muss nicht mehr zu einem gewissen Zeitpunkt zu Hause sein und einschalten, sondern ich kann selbst bestimmen, wann ich da bin. Das ist jetzt schon so. Also diese Zukunft ist jetzt schon da. Aber das Interessante ist, dass YouTube wie Fernsehen funktioniert. Also die Zielgruppe wünscht sich immer an einem gewissen Tag, zu einer gewissen Uhrzeit. Ja. Und viele YouTuber gehen auch nach diesem Schema vor, dass sie wirklich sagen, jeden Freitag um 16 Uhr kommt ein neues Video online oder jeden Sonntag. Ja, um 10 Uhr. Aber da gibt es eben diese vielen, vielen Gruppen. Die einen schauen das, die anderen schauen das. Und was es auch schon lange nicht mehr gibt, dass das Fernsehen wirklich Tagesgespräch ist am nächsten Tag. Also das wirklich, weil einfach alle haben dies oder jenes geschaut. Weiß-blauen Geschichten. Das würde ich nicht so sagen, aber außer Nationalratswahl. Sie meinen die weiß-blauen Geschichten direkt vor der Bundespräsidentenwahl. Fernsehen-Thema auf Twitter Nummer 1. Ja, das war ein Highlight. Okay, das stimmt. Das war das Letzte, wo ich mich erinnern kann, wo ich tatsächlich. Aber es ist kein Straßenfeger mehr, so wie früher. Das gibt es gar nicht mehr. Also wirklich Straßenfeger eben nicht. Also es ist lustig, dass YouTube auch von der Kontinuität irgendwo lebt.
Ja. Auch die Vielfalt der Sender. Du hast ja unvergleichlich viel, nicht nur das Fernsehen, sondern diese ganz große Auswahl, die du hast. Aber weißt du, was sich auch, Entschuldige, verändert hat, meiner Meinung nach, ist, wenn man auch das amerikanische Fernsehen ansieht, das epische Erzählen, das früher in den Romanen gemacht wurde, das machen jetzt die amerikanischen Fernsehserien, in ihren Serien. Also so wie so ein Anna Karenina oder was auch immer, so ein Schmöker, das sind jetzt Breaking Bad. Auf 7 Staffeln wird ziemlich langsam, aber sehr spannend eine Geschichte erzählt, wo ich mich in die Geschichte hinein und in die Figuren hineinleben kann. Und das ist so das Gefühl früher vor der Erfindung des Fernsehens am Kamin mit dem Wälzer. Gemütlich Roman lesen ist jetzt auf Netflix stundenlang die Serien schauen. Ja, klar. Aber das ist ja auch das, wo der ORF, jetzt muss ich ein bisschen was zum ORF reden und nicht schon wieder nur von den anderen, sehr viel Geld auch springen lässt. So viel Geld, wie es ja fast gar nicht mehr gibt, für diese neuen, also für diese großen Fernsehproduktionen. Wie zum Beispiel Maximilian. Genau. Und auch das wird langsam erzählt, ja. Das ganz recht. Da geht es eigentlich, ist das eine Retro-Bewegung, weil durch diese vielen ganz schnell geschnittenen Fernsehserien internationaler Art, auch die es gegeben hat, ist irgendwo ein Bedarf nach dieser Erzählweise wieder da. Und ich muss da sagen, ich finde das auch schön. Ja. Du hast mit einer unglaublichen Konsequenz hast du einen Typus transportiert über die Jahre irgendwie. Was für einen Typus? Naja, der Typus einer, möchte ich sagen, einer unglaublich sauberen Erotik, wenn ich das sagen darf, von besonderer Sauberkeit. Ist doch nichts Schlechtes prinzipiell. Nein, das ist, um Gottes Willen, das wäre besser als saubere Unerotik oder unsaubere Erotik. Ich meine, erotisch klingt natürlich, wenn du jetzt sagen würdest, von einer unglaublich schmutzigen Erotik. Das klingt einfach erotischer, als wenn du sagst, von der sauberen Erotik. Ja, aber es ist wunderbar, so wie du es sagst. Bist du zufrieden damit? Ich bin wunderbar glücklich damit. Ich bin glücklich verheiratet. Was wünsche ich mir, dass du von mir in einer schmutzigen Erotik denkst? Das wünsche ich mir gar nicht. Das wird heiß jetzt. Also, ja. Total heiß jetzt. Saubere Erotik. Das ist eine gute Frage. Was weißt du, was ich von dir denke? Erklärst du ihr bitte, was eine saubere Erotik ist? Das unangenehme Gespräch mit der Vera. Die Vera ist das. Sie hat eine Frage an dich gestellt. Bitte erkläre ihr, was ist saubere Erotik? Na ja, das, was die Vera, wohlgemerkt seit den 80er Jahren. Nein, wohlgemerkt seit den 70er Jahren. Nein, eben nicht seit den 70er Jahren. Seit den frühen, seit den späten, Gottes Namen, 80er Jahren. Vorher war ich im Kindergarten. Seit dem Vietnamkrieg. Weder eine saubere noch eine schmutzige Erotik. Das ist das. Ja, naja, genau. Könntest du dir vorstellen, ohne Kamera zu leben? Ja, das kann ich mir schon insofern vorstellen. Na, dann würde ich mir halt eine selber aufstellen und werde ein Webcam-Girl oder sowas. Schicksal, ist das dann sauber oder unsauber? Ja, gute Frage. Du hast das immer noch nicht erklärt. Jetzt sind wir bei der schmutzigen Erotik. Aber gerade jetzt, wo es spannend wird, müssen wir langsam die Runde verlassen. Sehen Sie jetzt die Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Rushdies Gedanken zu Trump. 5 Monate sind seit der Präsidentenwahl in den USA vergangen. Und dennoch hört der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie nicht auf, Stellung zu Donald Trump zu beziehen. Einen Dialog mit den Beratern vom derzeitigen US-Präsidenten lehnt er grundsätzlich ab. Das sind Rassisten und Heuchler. Ich glaube nicht, dass wir uns mit denen treffen sollten. Er halte es auch nicht für wichtig, die Wähler Trumps zu verstehen oder sich mit ihnen zu versöhnen. Rushdie will der Frage nachgehen, warum die jungen Leute, die 2-mal Obama gewählt haben, bei dieser Wahl zu Hause geblieben sind. Wir müssen herausfinden, wie wir die Wähler wieder mobilisieren können, sagt er. 4 Jahre Zeit bleibt ja noch für diese Mobilisation. Elena Ferrantes Romane als Serie geplant. Einer der größten literarischen Welterfolge der letzten Jahre kommt ins Fernsehen. Der US-Kabelsender HBO und die italienische Rai entwickeln gemeinsam eine Serie, die auf den 4 Neapel-Romanen von Elena Ferrante beruht. Diesen Sommer soll in Neapel gedreht werden, damit die Serie 2018 ausgestrahlt werden kann, heißt es. Regie soll der Italiener Saverio Constanzo führen, der so nah wie möglich an der Handlung des Buches entlang zu erzählen gedenkt. Die Charaktere springen einen im Buch sowieso an und wirken lebendig, sagt er. Das macht es leichter für uns. Alle 4 Romane sollen verhandelt werden und 32 Folgen sind dafür vorgesehen.
Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Karl Kraus, Literatur und Lüge. Sie können in diesem Sammelband aus der Zeitschrift Die Fackel einen der großen Literaturkritiker bei der Arbeit zusehen. Albernerweise ist der Band nicht kommentiert. Sie müssen sich also über Hassobjekte wie Maximilian Harden und Alfred Kerr vielleicht im Internet selber kundig machen. Aber auch als pure Kunstwerke der Polemik gelesen, sind das großartige Texte. Meine Quizfrage ist nicht einfach. Sie betrifft den Kritiker und Satiriker Alfred Kerr, einen Todfeind Karl Kraus. Ich bitte Sie gleich im Internet zu bleiben, wenn Sie über ihn recherchieren. Er war der Sohn einer Gigantin des unfreiwilligen Humors, die unter dem Namen der Schlesische Schwan unbeschreibliche Gedichte und Balladen verfasst hat, alle tödlich ernst gemeint. Die Gedichte empfehle ich übrigens auch zur Lektüre. Wie war der Name dieser Dame? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Michael Niavarani und Professor Merin gefertigt hat. Das war's, kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Danke. Das unglaublich, das sind in Bänden erschienen. Das kann man auch im Netz finden, wenn man kehrt. Ja.